Es ist eigentlich egal, wer auf dem Platz steht. Solange wir alle alles geben, kommen auch die guten Resultate raus. Powered by TBF, Global Asset Management. Harut, herzlichen Glückwunsch. Viertelfinale erreicht mit einem 2:1 in Augen. Torschütze zum 1:0 nach toller Vorarbeit von Moritz. Wie glücklich bist du heute nach dem Treffer? Ja, sehr glücklich. Natürlich mein erstes Tor. Es war mein erstes Tor. Ich bin sehr glücklich und so kann es weitergehen. Ich denke, wir haben trotzdem noch Potenzial vorne. Es passt noch nicht so hundertprozentig in der Sturmspitze. An was liegt es, dass ihr zwei euch noch nicht so hundertprozentig versteht? Ja, es ist erstmal die Kommunikation. Ich kann nicht so gut Englisch, aber ich denke, es ist auf jeden Fall besser geworden. Wir geben uns jedes Mal Mühe im Training. Ich mit ihm, der Trainer sagt, wir sollen viel reden miteinander und ich denke, es klappt besser. Ich denke, Reden ist das Wichtigste bei uns im Spiel. Wenn wir alle zu leise sind, funktioniert es nicht. Trotzdem denke ich, haben wir heute viel besser wieder auf dem Platz die Leistung abgerufen wie jetzt am Sonntag. Ja, das finde ich auch. Es war ein super Spiel, kämpferisch. Es war, denke ich, um Welten besser als am Sonntag und so kann es weitergehen. Denke auch, und je nachdem, wie das los entscheidet, könnte es sogar ein Derby auf der Höri oder in Singen geben. Das wird dann richtig spannend. Ja, das wird auf jeden Fall spannend, aber wir werden alles geben und ich hoffe, wir kommen so weit wie möglich im Pokal. Ich war zweimal beim DFB-Pokal dabei, ich würde gerne ein drittes Mal mitmachen. Ich auch, sehr gerne. Okay, danke. Danke. Moritz, herzlichen Glückwunsch zum 2:1 Auswärtserfolg hier in Augen. Heute durftest du von Anfang an rein und hast sogar das 1:0 aufgelegt für Harut. Wie ging es dir heute im Spiel? Ja, ich habe mich natürlich gefreut, von Anfang an spielen zu dürfen. Erstmal musste ich ein bisschen reinkommen, aber es ging dann ganz gut. Und dann am Ende hat ein bisschen die Kraft gefehlt, aber war gut. Ich denke, da braucht man die Spiele, um die Kraft zu haben, um 90 Minuten durchzusetzen. Überragend war deine Aktion an der Außenlinie, dass du den Ball da noch erkämpft hast. Das war letztendlich die entscheidende Szene zum 1:0. Warum bist du voll draufgegangen, obwohl eigentlich keine Chance mehr hattest? Ja, ich glaube einfach, dass der Coach uns vor dem Spiel gesagt hat, wir sollen einfach alle alles geben. Viel besser das als Sonntag machen und das haben wir gemacht und dann sind wir hinter jedem Ball hergegangen und dann kommt so eine Situation noch bei raus. Am Sonntag hast du das Spiel noch von außen angeschaut, war nicht das Beste von uns. Heute warst du auf dem Platz. Was ist denn der Unterschied? Ja, ich glaube einfach, dass die ganze Mannschaft eine Reaktion gezeigt hat und ja, es ist eigentlich egal, wer auf dem Platz steht. Solange wir alle alles geben, kommen auch die guten Resultate raus. Dann hoffen wir auf weitere Einsatzzeiten. Vielleicht bist du der Glücksbringer und wir gewinnen mit dir immer. Okay, danke. Michael, herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des Viertelfinales. Am Ende wurde es noch mal knapp, aber über das gesamte Spiel war es ein verdienter 2:1 Sieg. Ja, vielen Dank. Für uns war es natürlich wichtig, dass wir im Pokal überwintern können. Es war extrem anstrengend, unglaublich viele Spiele in den drei englischen Wochen. Und ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen, wenn man den Unterschied gesehen hat von heute zu Sonntag, dann sind das einfach Welten und genau so einen Weg müssen wir weitergehen. Schön war es, dass du Moritz von Anfang an spielen lassen und der auch in der entscheidenden Szene in der ersten Halbzeit beteiligt war. Was bewirkt es auch in den Spielen, so was zu erleben? Ja, für uns war es wichtig, dass wir ein Zeichen setzen nach dem schwachen Spiel am Sonntag. Wir haben drei Änderungen vorgenommen und die drei haben es bestätigt. Wir wollten heute Spieler, die hart arbeiten, was wir am Sonntag nicht gemacht haben. Aber wie schon immer betont, wir brauchen jeden einzelnen Spieler, jeder ist wichtig. Und heute hat Moritz ein gutes Spiel gemacht, aber alle anderen auch. Und von dem her ein Kompliment an alle, auch an die Auswechselspieler. Heute war jeder präsent, heute wollten wir unbedingt gewinnen und der Sieg war auch absolut verdient. Der Regen kommt von der Spritzanlage. Machen wir weiter, dass wir das Interview fertig bekommen. Machen wir. Toll war es auch in der zweiten Halbzeit. Wir hatten noch einige Möglichkeiten. Am Ende hat das 3:0 gefällt, um das Spiel dann eigentlich in Ruhe fertig zu spielen. Ja, absolut. Ein 2:0 ist immer ein sehr gefährliches Resultat. Wir haben in der Halbzeit schon gesagt, wir müssen auf das zweite Tor gehen. Das haben wir dann sehr, sehr schön durch Obede erzielt. Danach hatten wir gute Torchancen, waren heute klar die bessere Mannschaft. Ich denke, den Ligaunterschied hat man gesehen. Nach dem 2:1 ist klar, dass man dann noch zittert. Aber auch da haben sie wieder extreme Leidenschaft an den Tag gelegt, haben das Tor verteidigt mit allem, was sie hatten. Jeder ging an seine Grenzen und das muss unser Weg sein.
Jetzt war es die letzte englische Woche mal für kurze Zeit. Wie wichtig ist es auch mal wieder eine volle Trainingswoche vor sich zu haben? Ja, extrem wichtig. Die Jungs sind wirklich alle am Anschlag, alle gehen an die Grenzen und jetzt ist es wichtig, dass man gut plant, die Trainingseinheiten gut plant, damit wir wieder sehr, sehr frisch sind. Aber jetzt am Samstag steht das nächste Spiel schon vor der Tür. Da haben wir nicht viel Zeit, uns vorzubereiten. Es ist die weiteste Auswärtsfahrt nach Hollenbach. Das wird wieder Stunden dauern, bis wir dort sind. Was macht es in der Mannschaft so lange Auswärtsfahrten? Stört es die Vorbereitung oder ist es behinderlich? Müsste man früher fahren? Was sind so die optimalen Voraussetzungen? Nein, wir sind es uns ja gewohnt. Es ist eigentlich, jede Fahrt ist relativ weit, außer Villingen und Ravensburg. Der Rest ist ja eher entfernter. Und von dem her nützen wir die Zeit, reden miteinander, schauen Filme, können uns gut vorbereiten. Also ich sehe das nicht als Nachteil. Auswärtsspiele sind immer schwer, das ist klar in der Oberliga, aber wir nehmen das an. Wir nehmen jeden Gegner, der kommt und wollen das Bestmögliche rausholen. Dann wünsche ich euch eine staufreie Anfahrt und ein gutes Spiel am Samstag. Vielen Dank, danke, ciao.